Gewalt geht nicht unschuldig durch die Straßen. Der schlagende Rhythmus möchte dich erfassen. Er schlägt die Hacken zusammen. Er bricht euch nicht nur die Hände. Und jeder weiß, woher sie kommt. Angst, Angst soll dich ergreifen. Denn sie ist die Mutter der Gewalt, die Tag für Tag erschaffen wird. Denn die Angst ist ihre Nahrung, die dich fressen wird. Wir alle wissen nicht, wie wir uns wehren können. Denn unser Atem ist schwer, so schwer, weil wir an uns nicht mehr glauben. Unsere Hände ganz trocken, den Mund weit auf, die Augen ganz starr. All das, was wir wahrnehmen, ist die Angst. Angst, Angst, das ist die Nahrung, die diese Gewalt braucht. Denn sie beim Zeugen zuzuschauen, ist nicht sinnlos. Gewalt schürt Angst, die ihnen als Nahrung dient. Sie beim Fressen zuzusehen, macht uns bange. Wir wissen, dass sie da ist, weil wir ihren Geruch wahrnehmen. Unser Atem wird nicht mehr so schwer, denn unsere Angst ist gewichen. Wir haben gelernt, uns zu wehren. Angst, Angst soll dich nicht mehr ergreifen, denn sie ist die Mutter des Friedens, der Tag für Tag erschaffen wird. Denn die Angst ist nicht mehr ihre Nahrung, die für dich gefressen wird.